Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin noch nicht fertig gemacht heute, weil ich gleich erstmal noch einkaufen gehe. Aber ich da sowieso eine ganze Zeit eine Maske trage, mache ich mich erst danach fertig. Aber ich wollte euch heute mal wieder bei einem klassischen Vlog mitnehmen. Ich habe das Gefühl, alle meine ganzen letzten Vlogs und Videos hatten alle so bestimmte Überthemen. Zum Beispiel so Kleiderschrank aussortieren oder Küche neu sortieren, all diese ganzen Sachen. War ja auch alles sehr cool, aber ich habe euch irgendwie gefühlt nicht mehr mal so richtig so im eigentlichen Alltag mitgenommen. Und heute ist Valentinstag. Ich habe heute ein paar Sachen vor. Ich möchte jetzt erstmal gleich, wie gesagt, einkaufen gehen. Ich möchte nämlich heute Abend dann kochen für Nils, wenn er von der Arbeit kommt. Wir machen nicht so richtig was Krasses zusammen. Ich habe ja einen anstehenden Flug nach Amerika zu meiner Familie. Für mich jetzt diese Woche schon, wenn ihr das seht, müsste ich wahrscheinlich, glaube ich, theoretisch schon da sein, wenn alles gut gegangen ist. Aber ich brauche einen negativen Test, um zu fliegen. Deshalb halte ich mich momentan natürlich so gut, wie es geht, zurück. Ich habe gerade eine Weile durchs Internet gescrollt, versucht, irgendwelche Ideen zu finden und dachte mir so, boah, das bringt überhaupt nichts. Ich gehe einfach in den Laden, gucke, was ich finde und dann überlege ich mir spontan, was ich koche. Ob das hinhaut oder nicht, werden wir sehen. Und dann machen wir einen kleinen Valentinstags-Look zusammen. Dann möchte ich noch ein bisschen fotografieren und filmen für Instagram. Es muss auch noch ein bisschen wieder aufgeräumt werden. Also ein richtig schöner Alltagsvlog. Ich werde jetzt erstmal gleich mir meine Schuhe anziehen, meine Jacke anziehen und einkaufen gehen. Puh, fertig. So, zurück vom Einkaufen. Jetzt Next Step ist ein bisschen aufräumen. Ich habe ja schon mal kurz im Aufräumvideo gedreht. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, schaut gerne vorbei. Deshalb sieht es eigentlich noch ganz gut aus. Ein paar Kleinigkeiten sollten trotzdem nochmal gemacht werden. So, im Wohnzimmer gibt es nicht so viel zu machen. Deshalb schnipsen wir einfach mal, machen es ganz schnell. Und fertig. Jetzt geht's ab in die Küche. So, Küche ist fertig, Spülmaschine läuft und ich mache mich jetzt, bevor ich mich fertig mache, mal schon mal an den Teig für die Zimtschnecken, die ich heute Abend machen werde. Ich habe einfach mal so ein bisschen, ich bin durch den Laden gebrowst und irgendwie ist mir die Zimtschnecken gekommen und ich fand es eigentlich eine ganz gute Idee. Deshalb werde ich jetzt den Teig machen, der muss nämlich eine Weile gehen. Deshalb mache ich den zuerst und mache mich danach dann fertig und später kochen wir dann. Ich verlinke euch das Rezept, was ich benutze, übrigens in der Infobox und sage euch auch gerne in diesem Video noch, wie ich es finde. Okay, der Tag ist erstmal weggestellt zum Gehen. Ich mache mir jetzt einen Podcast an und schmink mich. Fertig. Ich habe mich ein bisschen inspirieren lassen von zwei verschiedenen Looks, die ich für eins meiner letzten Videos geschminkt habe. Einmal den etwas rosigen, roteren Look. Das ist so ein bisschen der Lidschatten. Und da habe ich mit so einem braunen Eyeliner so einen ganz, ganz leichten Lidstrich oder eher so eine Unterstützung, sage ich jetzt mal, gezogen und dann den gleichen roten Lippenstift von dem Eyeliner-Look benutzt. Ich habe vor dem Fertigmachen einen kleinen Clip gedreht und jetzt drehe ich nochmal den After-Clip quasi, so ein kleines Mini-Get-Ready-With-Me für Instagram. Okay, ich bin soweit schon mal ready. Ich mache hier gerade schon das Licht aus. Und gehe wieder in die Küche. Ich habe jetzt ein paar Sachen für Instagram aufgenommen und werde jetzt mich an die Semmelknödel machen. Da ich ja für Nils koche, habe ich mich heute für ein Gericht entschieden, was mit zu seinen absoluten Lieblingsgerichten gehört. So ein klassisches deutsches Essen. Dafür mache ich unter anderem Semmelknödel, was normalerweise Nils Spezialität ist. Also er macht die meistens immer, weil er darin echt gut ist. Deshalb habe ich auf jeden Fall eine hohe Messlatte und hoffe, dass ich die Erwartungen erfüllen kann. Und ja, aber ich fange jetzt mal mit denen an. Ich muss mir jetzt erstmal im Internet ein Rezept raussuchen, weil ich das regelrecht noch nie gemacht habe.
too intoxicated, trying to have sober conversation. I'm saying I'm fine, we both know I'm lying. With you in that dress, girl, there ain't no denying you. But that's the point I'm trying to get to, with every single issue and everything that you do, baby. I wanna make sure that girl I take. Das muss jetzt kurz ziehen, das sind jetzt die Brötchen und warme Milch scheinbar. Und deshalb sage ich jetzt erstmal eine Tischnerzeit. Was ich mache immer, das ist ein bisschen durcheinander, aber alles hat irgendwie eine längere Zeit, die es irgendwie braucht. Deshalb mache ich jetzt schon mal mit den Zimtschnecken weiter. Ich habe das Hähnchen fertig und habe die Semmelknödel schon mal so fertig. Also ich muss die dann noch kochen. Ich mache jetzt die Füllung für die Zimtschnecken und dann schaue ich mal, ob ich die schon ausrollen, bestreichen und fertig machen kann zum Backen später. So, das sieht doch gut aus. Yay. Erster Versuch. Ich hoffe, es funktioniert jetzt auch. So, und Nils ist zu Hause. Ich habe eine Rose bekommen. Und das ist jetzt der Tisch. Hier habe ich auch Nils kleines Geschenk. Und ja, Essen ist auch gleich fertig. Ich möchte auch gerne nochmal kurz sagen, ob ihr jetzt Valentinstag mit oder ohne Partner in einer Beziehung, Single, verheiratet, geschieden, was auch immer feiert oder auch nicht feiert. Denkt immer dran, dass ihr euch auch selbst ein bisschen Liebe schenkt, dass ihr euch selbst was gönnt. Wenn ihr zum Beispiel nichts Großartiges vorhabt, euch irgendwie ein bisschen Me-Time gönnt, euch eine schöne Gesichtsmaske gönnt und dann irgendwie die Nägel macht oder was auch immer, euch einfach selbst auch Liebe zu schenken, euer eigener Valentine zu sein, wie man es in Amerika sagen würde. Ja, gönnt euch einfach ein bisschen was, gebt euch selbst ein bisschen Liebe. Ich weiß, wenn ihr dieses Video seht, dass der Valentinstag vorbei ist, ergibt irgendwie nicht super viel Sinn, dass ich diesen kleinen Talk gerade halte, aber generell für jeden Tag gilt das, nicht nur für den Valentinstag. Ihr seid toll und ihr habt es verdient, glücklich zu sein und euch selbst, ja, diese Liebe entgegenzubringen, die ihr einfach auch selbst verdient habt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit sagen will. So, jetzt höre ich auch auf zu labern. Tada! So sehen übrigens jetzt meine Knödel aus. Ich habe sie noch nicht probiert, aber ich probiere sie gleich mal und sage euch, wie es geworden ist. Und wenn sie gut sind, verlinke ich euch das Rezept auch. Leute, ich kann nicht glauben. Oh Gott, ich kann es gar nicht sehen. Ich kann nicht glauben, wie riesig die einfach geworden sind. Die waren einfach so klein, die sind so krass aufgegangen noch. Kleines Update, ich creme gerade mein Gesicht ein, habe mich gerade abgeschminkt. Ich wollte euch kurz ein Feedback zu den Semmelknödeln und den Zimtschnecken geben. Die Semmelknödel fand ich tatsächlich ganz gut, das Rezept könnte ich euch gerne mal verlinken. Und die Zimtschnecken waren auch ganz lecker, aber ich habe explizit tatsächlich nach einem Rezept geguckt, was so im Cinnabon American Style ist. Und der Teig wirkte wirklich so, der ist so super krass gut aufgegangen. Der wirkte wirklich so, als würde er dann auch so voll weich und fluffig sein. Aber war es tatsächlich leider nicht. Also es war schon weich und fluffig, aber nicht auf dem Level, wie ich es erhofft hatte. Also muss ich sagen, das war leider nicht hundertprozentig das, was ich mir vorgestellt habe. Ich kann es euch gerne trotzdem mal verlinken. Es ist irgendwie der trotzdem ein leckeres Rezept, kommt aber definitiv nicht an irgendwie was nah Cinnabon ran, meiner Meinung nach. Gesagt, dass man Umluft nutzen soll beim Backofen. Dadurch sind die aber halt obenrum super braun geworden. Eigentlich finde ich das nicht so geil, weil dann war das halt auch obenrum so hart. Und ich glaube, ich würde euch empfehlen, falls ihr das Rezept nachmacht, Ober-Unterhitze zu benutzen und nicht Umluft. Das nochmal dazu. Das war ein kleiner Fail, aber nicht so schlimm.
Nee, 20 ist tatsächlich ziemlich lecker. Ich bin einfach nur so, und wenn es da so ein paar Sachen gibt, die ich einfach gut kenne, dann bin ich da auch so ein bisschen verwöhnt, dass ich dann das immer so sehr vergleiche mit dem, was ich aus Amerika kenne, weil ich ja jetzt auch lange nicht mehr da war. Deshalb hoffe ich auch sehr, dass ja, mit dem Trip jetzt alles gut geht. Denn ich möchte wirklich gerne mal wieder in meine zweite Heimat zurückreisen. Das ist wirklich, Amerika ist wirklich für mich ein bisschen wie eine zweite Heimat, weil ich einfach 3 Jahre dort gelebt habe. Und auch in so einer Zeit, finde ich, dort gelebt habe, wo sich einfach so entwicklungstechnisch, glaube ich, auch viel tut. Also so eine Zeit, wo man auch sich schon viel an Dinge dann erinnert. Und deshalb gibt es viele so Kindheitserinnerungen, die so voll zu meiner Kindheit irgendwie für mich gehören. Sogar tatsächlich mehr amerikanische Sachen als deutsche Sachen. Ja. Das so zu meiner kleinen Gesprächsrunde hier gerade noch. Ich glänze mega, weil meine Creme gerade noch einzieht. Okay, jetzt gehen wir wirklich ins Bett und chillen da noch ein bisschen. Hallo, es ist der nächste Tag, aber ich dachte mir, ich quatsche noch mal ein bisschen mit euch. Ich mache eine klassische Abschmink- und Quatschen-Sequenz. Ja, ich filme mir gerade auch parallel noch an einem zweiten Block, deshalb muss ich so ein bisschen versuchen im Kopf den Überblick zu behalten. Ich komme manchmal auch ein bisschen durcheinander. Also kann sein, dass ich in dem Blog irgendwas sage, was ich in diesem Blog schon gesagt habe, aber der kommt später. Naja, nicht so wichtig. Ich schminke mich jetzt erstmal ab. Ich mochte eigentlich meinen Look heute ganz gerne. Ich habe mir so einen halben Liner gemacht, also, falls ihr es erkennen könnt. Ich komme ein bisschen näher ran. Also der geht quasi nur bis zur Hälfte des Auges. Ich habe den nicht ganz durchgezogen, weil ich irgendwie das Gefühl habe, manchmal gefällt mir das besser. Ich muss auch vielleicht einfach noch ein bisschen besser lernen, wie man das eigentlich am besten macht. Aber ich habe wirklich das Gefühl, immer macht den Meister. Ich werde schon ein bisschen besser da drin, was ja schon mal gut ist. Also mein Video zu den verschiedenen Make-up-Looks hat es auf jeden Fall gebracht, dass ich mich mehr mit verschiedenen Sachen, in denen ich vorher noch nicht so gut war, auseinandergesetzt habe. Ja, euer Feedback war auch total cool. Klar, ich weiß, solche Videos, wenn man was ganz Neues ausprobiert, was für den Kanal unüblich ist, performen einfach nicht so gut. Besonders gute Klicks hat das wirklich nicht bekommen. Überhaupt nicht, ganz im Gegenteil. Aber euer Feedback in den Kommentaren war ganz cool. Deshalb habe ich mich da trotzdem drüber gefreut. Also falls ihr da noch nicht vorbeigeschaut habt, könnt ihr das gerne tun. Und eine weitere Sache möchte ich euch erzählen. Und zwar habe ich tatsächlich, obwohl ich nie geglaubt habe, dass ich das mal machen würde, meinen TikTok-Kanal aufleben lassen. Also ich sag mal so, ich habe mir mal vor einigen Jahren, als TikTok noch Musical.ly war, habe ich mir mal so einen Account gemacht und einfach mit so ein paar Freunden mal so ein paar TikToks gedreht. Und ich hatte damals ja auch ein YouTube-Video gemacht, Musical.ly quasi ausprobiert mit meiner Mutter zusammen. Und das, da hatte ich ja so, ich hatte da irgendwie so 6 Videos auf dem Profil oder so. Und deshalb hatte ich eben schon ein Profil und auch schon ein paar Follower und habe halt die Videos von dem Profil einfach runtergelöscht schon vor ein paar Monaten, weil die halt schon übelst alt waren und ich das Profil halt gar nicht mehr benutzt habe. Und ich mir dachte, wenn ich es irgendwann nochmal benutze, dann fange ich von vorne an. Und irgendwas, weiß ich nicht, hat mich davon überzeugt, das jetzt doch mal wirklich zu versuchen. Fuchse ich da gerade so ein bisschen rein und versuche das so ein bisschen als Spaßplattform neben YouTube und Instagram zu sehen, was ja quasi auch natürlich mir Spaß macht, aber eben auch mein Hauptjob sind. Ich heiße da übrigens MegaXOX, auch so wie hier auf YouTube. Und ja, ich würde mich riesig freuen, wenn ihr Bock hättet, mal vorbeizuschauen und mir vielleicht sogar ein Follow dazulassen. Noch eine Info dazu. Ich habe, glaube ich, entschieden, dass ich den TikTok-Kanal auf Englisch halten werde. Nicht einfach nur, weil ich glaube, dass ich mehr Leute erreiche. Ich weiß gar nicht, ob das unbedingt so ist. Einfach auch, weil ich irgendwie Bock drauf habe. Ihr wisst ja, dass ich einige Jahre in Amerika gelebt habe und ich liebe Amerika. Amerika ist für mich wie eine zweite Heimat und Englisch eben auch wie eine zweite Muttersprache für mich, weil ich in einem Alter da war und einige Jahre auch da war, wo man einfach sehr schnell irgendwie auch gelernt hat. Wenn man jünger ist, lernt man ja auch schneller Sprachen. Und ich bin ja auch jahrelang zur Schule gegangen, also musste die Sprache ja auch ganz gut können. Ich mag die Sprache. Ich habe irgendwie Bock, das einfach auf Englisch zu halten. Ich weiß nicht, vielleicht höre ich auch irgendwann auf damit und gehe wieder zu Deutsch zurück. Das wollte ich einfach nur nochmal dazu sagen. Also ich verlinke euch gerne mein TikTok-Profil mal in der Infobox, falls ihr mal vorbeischauen möchtet. Ich habe hier 2, 3 kleine Stellchen, die werde ich gleich nach dem Eincremen und Einziehen mal mit meinen Pickle-Patches bekleben. Und dann werde ich, glaube ich, auch einfach nur noch den Abend ganz entspannt genießen, vielleicht noch ein bisschen eine Serie gucken. Ich würde mich riesig mal da nach oben für dieses Video freuen, wie immer. Schreibt doch gerne einen Kommentar, dann können wir da ein bisschen quatschen. Und schaut auch gerne bei Instagram und TikTok, wenn ihr Bock habt, vorbei. Und dann sehen wir uns im nächsten neuen Video. Ciao!